Vision Gold wird Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich. Judo. Vereinfacht gesagt geht es bei dieser Sportart darum, die Kraft des Gegners für sich selbst zu nutzen. Der Begriff Judo entsteht im 20. Jahrhundert. Der sanfte Weg, so die wörtliche Übersetzung, ist aus verschiedenen Arten des Jiu-Jitsu nach und nach entstanden. Ein grundlegendes Ziel? Die Entwicklung der Persönlichkeit. Mit ihm hat alles angefangen. Jigoro Kano. 1882 gründete er in Tokio eine Schule, die einen Kampfsport mit der grundsätzlichen Idee des Nachgebens lehrte. Im heutigen Wettkampf-Judo sind natürlich die asiatischen Länder führend. Aber auch deutsche Sportlerinnen und Sportler haben schon 36 Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Eine beeindruckende Zahl in gut 50 Jahren olympischer Judo-Geschichte. Auch wenn es bei Frauen und Männern jeweils 7 Gewichtsklassen gibt. 5 deutsche Olympiasieger gibt es. Er war der 2. 1984 gewinnt Frank Wienecke Gold in Los Angeles im Halbmittelgewicht. Wir treffen ihn bei einer Übungseinheit in Köln, als er evangelischen Pastoren die Grundzüge des Judo-Sports vermittelt. Der Olympiastützpunkt in Köln. Für den Judo-Sport im Spitzenbereich ein ganz besonderer Treffpunkt. Seit den Olympischen Spielen 1996 gab es immer mindestens eine Medaille eines Athleten, der sich hier auf das Großereignis vorbereitet hat. Die Hoffnungen der Gegenwart heißen Miriam Roper, 33 Jahre alt, und Karl-Richard Frey, 24 Jahre alt. Miriam Roper ist spät durchgestartet. Zwar hat sie schon im Alter von 6 mit dem Judosport angefangen, so richtig erfolgreich wurde sie international aber erst mit 30. 2013 WM Dritte und am Ende des Jahres Weltranglisten Erste. Karl-Richard Frey hat auch im Alter von 6 Jahren den Judosport entdeckt. Schon mit 18 wird er international eingesetzt. Dann geht es Schlag auf Schlag weiter. EM Dritter, WM Dritter und dann Vizeweltmeister 2015. Wir sind zu Besuch bei Miriam Roper in ihrer Wohnung in Köln. Hallo. Backen ist ihr großes Hobby. Cupcakes soll es dieses Mal geben. In Heinsberg an der niederländischen Grenze ist sie aufgewachsen, in einer ländlichen Gegend. Die Liebe zum Kampfsport hat sie in die Wiege gelegt bekommen. Ihr Vater war Karatekämpfer in Panama. Ihre Mutter versuchte sich im Jiu-Jitsu. Miriam Roper ist eine, die auch beruflich gerne viel ausprobiert. Ich habe mal BWL studiert, ziemlich lange. Das war leider nicht so ganz meins. Habe es dann aufgehört und habe in einer Werbeagentur ein Volontariat gemacht. Ja, und dann bin ich zur Bundeswehr gegangen und jetzt habe ich nebenher, was ist nebenher, also man versucht es eben zu vereinbaren, studiere ich Französisch und Spanisch. Die Sprachen haben es ihr angetan. Das weiß sie jetzt. Und sie weiß auch, wie schwierig es ist, sich neben dem Spitzensport um den Beruf danach zu kümmern. Da denkt man natürlich viel drüber nach und das ist nicht leicht. Also es ist schon so ein Grummeln im Magen natürlich. Was macht man danach? Man hat nicht so viel Berufserfahrung wie Leute in meinem Alter, das ist ganz klar. Ich muss dann erstmal mein Studium beenden und dann schauen, was ich mache. Schon jetzt aber hat sie eine konkrete Vorstellung davon, wie es im Idealfall nach Beendigung des Studiums weitergehen soll. Im Moment könnte ich mir gut vorstellen, da mir das Wetter in Deutschland wirklich nicht so zusagt, nach Südamerika auszuwandern und dort eine Sprachschule aufzumachen. Es darf aber auch ruhig etwas mehr sein als eine Sprachschule. So etwas wie ein Treffpunkt der Kulturen vielleicht. Mit einem Café zusammen, also wo dann quasi Leute die unterschiedlichen Kulturen sich austauschen können. Viel europäische Produkte. Ich backe auch gerne und würde dann auch selber im Café ein bisschen backen oder die Sprachschule dazu. Das wär so mein Traum. Miriam Roper hat große Träume. Ob sie sich diese auch erfüllen wird, weiß sie noch nicht so genau. Es wäre ja auch ein großer Schritt in eine ganz neue Welt. Aktuell gibt es für sie wichtigere Themen.
Die Olympischen Spiele in Rio, denn die sollen der Höhepunkt ihrer Karriere werden. Kann man essen. Wie Miriam Roper ist auch Karl-Richard Frey bei der Bundeswehr tätig. Er ist in Troisdorf aufgewachsen. Schon mit 16 zog er nach Köln, um am Olympiastützpunkt perfekte Judo-Bedingungen zu haben. Die Bundeswehr erlaubt ihm jetzt fast die volle Konzentration auf seinen Sport. Ich bin jetzt seit 3 Jahren bei der Bundeswehr. Wir sind verpflichtet, als Leistungssportler einmal im Monat mindestens bei der Bundeswehr da zu sein und unseren militärischen Dienst abzuleisten. Gerade in unserer Sportart Judo ist es halt wirklich so, dass man mit dem Sport nicht wirklich Geld verdienen kann, um damit so einfach zu leben und so zu trainieren. Und daher ist es halt eine super Förderung von der Bundeswehr, dass wir dort unser Gehalt kriegen und freigestellt sind für den Sport. Daniel Gürschner ist einer der Trainer am Olympiastützpunkt in Köln. Er erklärt ein paar Grundzüge des Judo-Sports. Und zwar ist die Wettkampfmatte 8x8 Meter. Die Herren kämpfen 5 Minuten und die Damen kämpfen 4 Minuten. Es gibt einen Hauptkampfrichter, der in der Mitte der Matte steht zum Anfang. Und es gibt 2 sogenannte Außenkampfrichter, die das Ganze vom Tisch her beobachten. Die Kampfrichter bewerten die Aktionen auf der Matte. Und zwar gibt es 3 Wertungen. Yuko, das ist die kleinste Wertung. Dann gibt es einen halben Punkt, einen Watsa-Ari. Und es gibt den vollen Punkt, den sogenannten Ippon, der gleichzusetzen ist wie beim Boxen der Knockout. Schauen wir uns das Ganze mal auf der Matte an. Zunächst die Falltechniken. Von hinten, von der Seite und von vorne. Sie sind wichtig, um sich nicht zu verletzen. Dann gibt es viele Wurftechniken, zum Beispiel verschiedene Fußtechniken. Eine weitere Möglichkeit, den Gegner zu Fall zu bringen, ist der Wurf über die Hüfte. Das letzte Beispiel aus dem Wurfbereich ist eine Selbstfalltechnik. Alle Würfe können zum Ippon führen, wenn der Stürzende mit viel Wucht auf beiden Schulterblättern landet. Kommen wir zu den Bodentechniken. Bei der Festhaltetechnik kommt es auf die Zeit an. Kann sich der Gehaltene 10 Sekunden nicht aus der Umklammerung befreien, gibt es einen Yuko als Wertung. Bei 15 Sekunden einen Wasa-Ari. Und bei mehr als 20 Sekunden Ippon, Kampfende. Schneller geht es bei der Würgetechnik. Die ist so schmerzhaft, dass die Aufgabe sehr rasch erfolgt. Dann gibt es am Boden noch die Hebeltechniken. Die sind am Ellenbogen erlaubt, da hier der Schmerz vor der Verletzung kommt und nicht zeitgleich. Aufgabe auch hier die schnelle Folge Ippon, Kampfende. Zurück bei Miriam Roper. Ihr Motto? No risks, no glory. Ohne Risiken kein Ruhm. Aggressiv ist ihr Stil. Ich glaube, ich habe schon diese Kampfeslust, die habe ich schon sehr stark. Also diesen Willen, auch jemanden wirklich aufs Kreuz zu schmeißen, das ist schon besonders, denke ich. Im Training misst sie sich gerne mit Männern. Die zeigen ihr dann, an was sie noch arbeiten muss. Meine Geduld ist immer noch so eine kleine Schwäche bei mir, dass ich zu früh zu viel will. Aber ich denke, da habe ich auch schon taktisch wirklich viel dazugelernt und da musste ich auch eine Menge dazu lernen. Sie will die Kämpfe eben schnell entscheiden, ist besonders bei ihren Wurftechniken sehr gefährlich. Bei mir war es schon, dass Bodenkampf nicht so meine größte Stärke war und jetzt dadurch, dass ich daran viel gearbeitet habe, das haben sicherlich nicht alle erwartet, dass dann noch irgendeine Aktion kommt. Mit den Jahren ist sie mehr und mehr zu einer kompletten Judokämpferin geworden. Eine, die gegen jede Gegnerin auf der Welt gewinnen kann.
Ich habe ein sehr, sehr großes Technikprofil. Ich kann in alle Richtungen werfen. Also egal, ob mich jemand anschiebt und nach rechts oder nach links geht oder mich zieht. Ich kann eigentlich in jede Richtung werfen und mit Fußtechniken werfen. Das natürlich macht mich unberechenbarer für viele Gegner, wenn ich das eben ausspiele. Miriam Rupper. Aggressiv und mit viel Leidenschaft geht sie ihren Weg. Ihr Markenzeichen, wechselnde und auffallende Frisuren. Karl-Richard Freys Motto, ein Wille, ein Weg, ein Ziel. Er weiß genau, was er will und wohin er will. Schöne Erinnerungen und lohnende Ziele hat er jeden Tag direkt vor Augen. Einmal ist hier oben ein Foto von der WM, das ist das Halbfinale gewesen, gegen den Tschechen, der Weltmeister. Das ist ein richtig geiler Kampf und ein geiler Moment, der aufgenommen worden ist hier. Und hier sind so ein paar, sag mal, Freunde, in Anführungszeichen. Freunde, die er schon besiegt hat auf der Judomatte und Freunde, die er bald besiegen möchte. Karl-Richard Frey ist klar strukturiert, fokussiert. Er kämpft im Halbschwergewicht. Bis zu 100 Kilogramm dürfen die Athleten dort auf die Waage bringen. Auch seine beiden Brüder sind Judoka. Unterstützen Karl-Richard, trainieren mit ihm. Gerade in meiner Gewichtsklasse bis 100 Kilo sind die Kämpfer eher ein bisschen statisch und nicht so vielseitig, wie zum Beispiel in anderen Gewichtsklassen. Für Karl-Richard Frey gilt das nicht. Er ist für seine Gewichtsklasse ein echtes Bewegungstalent. Mein Bruder ist sehr explosiv und sehr schnell. Ich glaube sogar, mein Bruder ist einer der schnellsten. Das ist sehr gefährlich bei ihm. Dazu kommt seine Flexibilität. Ich bin zwar ein Rechtskämpfer, aber kann noch genauso gut ein, zwei Techniken auf der linken Seite abfeuern. Und damit kann ich meine Gegner oft überraschen. Karl-Richard Frey ist schon lange in der absoluten Weltspitze angekommen. Für seinen Bruder ist er das große Vorbild. Angst, dass er ihn einmal überflügeln könnte, hat er nicht. Da habe ich gar keine Angst vor. Ich würde mich eher darüber freuen, wenn mein Bruder irgendwann mal den gleichen Weg wie ich beschreiten darf. Ja. Und das wäre für mich das Größte. Und wenn er eines Tages mal so stark ist, um mich zu besiegen oder der mir keine Chance mehr lässt, dann bin ich der glücklichste Bruder. Noch steht aber der älteste Frey klar im Vordergrund. So oft wie möglich schindet er sich im Kraftraum. Auch hier hat er immer wieder seine großen Konkurrenten im Sinn. Natürlich hat man die Leute immer vor Augen und versucht halt, sich vorzustellen, okay, wenn ich heute nicht trainiere, wird er es tun. Ja? Und ist mir vielleicht einen Schritt voraus. Dementsprechend muss man versuchen, seinem Gegner einen Schritt voraus zu sein und immer etwas mehr zu machen. Karl-Richard Frey weiß eben genau, was er will. Und gleich bei Vision Gold, warum der Judosport so gut für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ist. Wie unterschiedlich Miriam Roper und Karl-Richard Frey ihren Judotraum leben und mit welchen Erwartungen die beiden auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro blicken. Jetzt geht es weiter mit Vision Gold, präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft, Zürich. Im ersten Teil von Vision Gold haben wir Miriam Roper und Karl-Richard Frey kennengelernt. Beide bereiten sich am Olympiastützpunkt in Köln auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro vor. Beide Judoka gehören in ihren Gewichtsklassen zu den Mitfavoriten. Beide träumen von einer Medaille in Brasilien. In Köln wird viel Wert auf eine gute Ausbildung gelegt. Schon früh werden die talentiertesten Kinder aus der Umgebung einmal die Woche hier versammelt. Er kümmert sich um die U15 am Olympiastützpunkt, Thomas Berg. Er war selbst Judoka, unter anderem in der Junioren-Nationalmannschaft. Also ich denke, das Besondere im Judosport ist, dass zunächst mal der ganze Körper geschult wird, motorisch, aber auch von der Kräftigung her. Dass sie Kontakt haben zu anderen Kindern, den Kindern auch sehr nahe kommen. Ja. Man muss das ertragen können, dass auch mal der Schweiß vom Gegner, vom Partner ins Gesicht fließt. Ja. Wir machen Wettkämpfe. Die Kinder sind hier alle sehr eng miteinander befreundet, haben in der Regel auch alle Respekt voreinander. Ein wesentlicher Bestandteil der Ausbildung, die turnerischen Grundlagen.
weiß noch, als ich Kind war, haben wir gar nicht so viel geturnt, haben wir viel mehr Liegestütze und Sit-Ups so gemacht. Heute legen wir den Schwerpunkt in der frühen Ausbildung und eben stark auf die motorische Ausbildung. Weil wir festgestellt haben, die Sachen, die wir in der U15 nicht machen, können wir später nicht nachholen. Wenn die in der U15 nicht lernen, einen Handstand, eine Radwende, ein Salto, werden die es in der U18, U21 bestimmt nicht lernen. Mach's mal, Angriff, Kosche Brummer. Und Finn steigt davor, jetzt in dem Fall links, Ogoshi. Zwei Serien nach drei Würfe jeder, ja? Judo ist in Japan erfunden worden, deshalb haben die ganzen Techniken japanische Namen. Und die Kinder lernen das nicht so viel Vokabeln, sondern die werden da von Anfang an mit konfrontiert. Und ja, die lernen das so learning by doing. Die Kinder hier in Köln sind alle hoch motiviert. Sie gehören zu den Besten der Region in ihrem Alter, haben alle das Ziel, sich im Judo zu verbessern. Ja, Marie auch, ein bisschen mehr die Knie nach vorne und mehr auf den Vorderfuß. Nicht immer so nach hinten kommen. Wir haben hier bestimmt auf der Matte 10, 15 in der Lage sind, ganz weit nach vorne zu kommen. Aber wer letztendlich dabei bleibt, wer die Energie aufbringt, wo das gesamte Paket stimmt, Schule, Elternhaus, Training im Verein, das ist ganz schwierig abzusehen. Eine breite Basis, das ist die Grundlage am Olympiastützpunkt in Köln. Nach dem Nachrichtenblock geht es gleich weiter mit dem Judosport. Sie sind die Eliteschüler des Sports 2015. Emma Hinze und Pauline Grabosch. 2015 gewann das Duo bei den Junioren-Weltmeisterschaften Gold. Man kann es halt eigentlich gar nicht glauben und man ist voll überwältigt von den Gefühlen und von den Menschen, die einem applaudieren und überall machen Leute Fotos. Wenn man die Tränen in den Augen vom Nationaltrainer sieht, wo man so denkt, ja, das ist ein gestandener Mann. Ja, da freut man sich ja umso mehr. Für die duale Karriere angehender Spitzensportler sind die Eliteschulen des Sports der ideale Standort. Dass auch nicht nur die sportlichen Leistungen anerkannt werden, sondern auch die schulischen, das haben wir eben nur den Eliteschulen zu verdanken. Und Sie in Cottbus, ich in Kaiserslautern, das ist das beste Beispiel. Und dafür sind wir sehr dankbar. Das Engagement der Länder und der Sparkassenfinanzgruppe als Förderer der Eliteschulen des Sports trägt Früchte. Bestes Beispiel die Lausitzer Sportschule Cottbus. 20 Medaillengewinner bei Olympischen Spielen, über 70 Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften. Und Cottbus wird ja nicht umsonst als die beste Radsportstadt der Welt bezeichnet. Die Eliteschüler des Sports 2015. Emma Hinze und Pauline Grabosch. Schlagkräftig, dynamisch, zielstrebig. Sabine Ellerbrook ist Deutschlands beste Rollstuhltennisspielerin. Und sie hat das, was ihren aktuellen Kolleginnen im Fußgängertennis noch fehlt. Grand-Slam-Titel im Einzel. 2013 siegt sie bei den French Open, 2014 bei den Australian Open. Das große Ziel jetzt, eine Medaille bei den Paralympics in Rio. Da träumt jeder Athlet von und gerade weil ich in London die Medaille so denkbar knapp verpasst habe mit dem vierten Platz und jetzt in den letzten Jahren halt auch nochmal mir selber auch unter Beweis gestellt habe, dass ich ganz oben auch wirklich mitspielen kann. Ich war ja ein paar Wochen auch Nummer 1 in der Weltrangliste. Ist das einfach was, wovon ich natürlich auch träume und ich glaube aber, dass es ein realistischer Traum ist. Ein Traum, für den sie viel investiert. Vom Tennisplatz geht's direkt ins Klassenzimmer. Sabine Ellerbrock ist Gymnasiallehrerin. Das ist nicht immer ganz einfach. Der Tag ist durchgetaktet und der fängt in der Regel um 5.30 Uhr an und hört halt meistens um 1 Uhr morgens auf. Ihre Art, wie sie ihr Leben bewältigt, wie sie diese beiden starken Belastungen unter einen Hut bekommt, ohne übrigens zu klagen und zu meckern. Das ist, glaube ich, schon imposant für viele Schüler. Außerdem ist sie einfach eine gute Lehrerin und gute Lehrer habe ich gerne an der Schule. Schule und Spitzensport. Eine Doppelbelastung, die Sabine Ellerbrock gerne auf sich nimmt. Für ihren großen Traum von den Paralympics in Rio. Zurück in Köln in der Wohnung von Karl Richard Frey. Der Vize-Weltmeister lebt seinen Judo-Traum, schaut sich immer wieder spektakuläre Kämpfe von anderen Judoka an. Er will daraus lernen, sich immer weiter verbessern. Auf seine Trophäen ist er stolz. Noch stehen und liegen sie provisorisch direkt im Eingangsbereich. Also das haben meine besten Freunde für mich gemacht. Das war letztes Jahr nach der WM, habe ich Bronze gewonnen und soll es eigentlich einen bronzenen Judoanzug darstellen. Ich sag mal so, das haben die gut gemeint, ja. Okay, das sind meine ganzen Medaillen, die ich bisher gewinnen konnte, international. Das ist zum Beispiel
meine erste große internationale Medaille gewesen. Da bin ich Europameister geworden in der U20. Dann die wichtigste Medaille für mich, das war der Durchbruch in meiner Karriere, sage ich mal, war hier die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft, damals in Russland, in Chelyabinsk. Das ist eine sehr wichtige Medaille für mich. Dann dieses Jahr, mein größter Erfolg war die Silbermedaille bei der WM. Ja, ich bin Vize-Weltmeister geworden in Kasachstan und das ist die Medaille. Bei Miriam Roper gibt es wenige Trophäen zu sehen. Ja, das sind jetzt einige von meinen Pokalen und Errungenschaften. Ich mag es nicht so gerne, wenn zu viel in der Wohnung nach Judo aussieht. Ich brauche keinen Schrein mit meinen Erfolgen. Die sind alle bei mir in der Wohnung, meine Medaillen, aber die müssen nicht unbedingt präsentiert werden. Aber die Bronzemedaille von der Weltmeisterschaft 2013 wollen wir dann doch mal sehen. Der ist relativ schwer mittlerweile. Da sind so jetzt so alles, wo ich mal war. Die ganzen Akkreditierungen sammle ich. Und jetzt muss ich ein bisschen suchen. Ja, meine WM-Medaille von 2013. Und eine WM-Medaille, das ist schon noch was Besonderes. Doch. Also vor allem, wenn man es einzeln holt. Ich habe die falsche rausgesucht. Das ist die von Chelyabinsk, vom Team. Auch nicht. Nee, auch nicht. Hihi. Da ist sie. Finally. Ja, das sieht man jetzt auch. Rio 2013, das ist die richtige. Rio ist das richtige Stichwort. Wie sieht es denn mit den Erwartungen der beiden für die Olympischen Spiele aus? Ich will Olympiasieger werden. Ich will Olympiasieger werden, ich will gewinnen. Ich war schon mal bei den Olympischen Spielen, jetzt soll auch ein bisschen mehr rausspringen, eine Medaille, das ist das Ziel. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich möchte unter die ersten fünf kommen, dann würde ich schon mit dem Gedanken spielen, okay, es kann sein, dass ich vielleicht zwei Kämpfe oder einen Kampf verliere. Und daran will ich gar nicht denken. Ich möchte einfach jeden Kampf gewinnen und für mich entscheiden. Die Ziele sind groß bei beiden. Sie können es kaum erwarten, bis es endlich losgeht im August. Mit den Judo-Wettkämpfen bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro. Vision Gold wurde Ihnen präsentiert vom Versicherer der deutschen Olympiamannschaft. Zürich.